Herzlich willkommen am Berufskolleg Bleibechquelle. Ich bin Gerrit Herbers, Bildungsgangleiter in der Fachoberschule. Wir möchten Ihnen heute die Fachoberschule hier vorstellen. Sie können in der Fachoberschule das Fachabitur machen. In der Klasse 11 haben Sie dann ein Jahrespraktikum mit nur 2 Schultagen und in der Klasse 12 sind Sie dann Vollzeit in der Schule und schließen das mit der Fachabiturprüfung ab. Ich heiße Maidin, bin in der 11. Klasse. Ich mache mein Fachabitur, um danach meine Erzieherausbildung zu machen. Und mein Praktikum mache ich im Kindergarten und sammle viele Erfahrungen. Hallo, mein Name ist Naomi. Ich gehe an das Berufskolleg Bleibequelle und mache mein Fachabi hier. Gleichzeitig mache ich mein gelenktes Jahrespraktikum im Krankenhaus und finde es sehr schön, dass ich meine Berufserfahrung schon mit 16 sammeln kann. Außerdem finde ich sehr schön, dass es eine christliche Schule ist und man merkt dies auf jeden Fall an und das ist mir sehr wichtig, das liegt mir am Herzen. Hallo, ich bin Elena, ich gehe auch aus Berufskolleg Bleibeckquelle, mache mein Fachabitur hier in der 11. Klasse. Mein Praktikum mache ich im Krankenhaus in dem Bereich Gastrologie. Ich lerne nicht nur im Praktikum was dazu, sondern habe auch Gesundheitsthemen im Unterricht. Hallo, ich bin die Inisa. Ich gehe in die 12. Klasse und mache das Fachabitur. Ich möchte Hebamme werden und habe mir den Bildungsgang ausgesucht in Gesundheit und Soziales, weil er mich mit einem praktischen Praktikumsjahr am besten dafür vorbereitet hat. Ich hatte die Möglichkeit, ein Jahr im Krankenhaus zu sein, auf der Hebammenstation und hautnah bei meinem Traumberuf dabei zu sein. Und mit dem Fachabitur habe ich jetzt die Möglichkeit, Hebamme zu werden. Hallo, ich bin Joana und ich besuche auch die 12. Klasse hier auf dem Berufskolleg Bleibeckquelle. Genau, ich habe in meinem ersten Jahr hier ein Praktikum gemacht im Kinderheim und habe mich auch deswegen weiter entschieden, weiter in die Richtung zu gehen und will jetzt danach soziale Arbeit studieren. Genau, das ist mein Ziel für danach. Hallo, ich bin Tute. Ich mache gerade mein Fachabi. Ich bin in der 12. Klasse. Ich möchte soziale Arbeit studieren. Deswegen habe ich mich für den Bildungsgang Soziales und Gesundheit entschieden, weil das einfach passt. Und ich kann euch die Schule auch weiterempfehlen. Wenn Sie in die Fachoberschule kommen wollen, brauchen Sie als Eingangsvoraussetzung die Fachoberschulreife und natürlich die Bereitschaft, ein Jahrespraktikum zu machen im sozialen Bereich oder im Gesundheitswesen. Und Sie brauchen auch solide Vorkenntnisse in Deutsch und Mathe und Englisch, denn das sind die Prüfungsfächer in der Fachabiturprüfung. Außerdem werden Sie in Erziehungswissenschaften geprüft und schließen dann eben mit dem Fachabitur ab. Wenn Sie die Fachoberschulreife mit Kufvermerk erreichen, kann die Fachoberschule auch interessant für Sie sein. Denn wenn Sie zum Beispiel soziale Arbeit studieren wollen, dann haben Sie schon nach 2 Jahren das Fachabitur, um an die Fachhochschule zu gehen. Und Sie nehmen Berufserfahrung in Ihr Studium mit. Und Sie haben auch etwas weniger Lernstoff zu bewältigen, als das in einer gymnasialen Oberstufe der Fall ist. Wenn Sie interessiert sind, wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns, wir beraten Sie gerne und dann hoffe ich, bis bald.